Wir sind hier beim Rock Hard Festival mit Martin von Drun von S-Fix. Ihr spielt zum dritten Mal hier. Einmal hast du mit Hail of Bullets hier gespielt, zweimal mit S-Fix. Erinnerungen an diese Jahre noch da? Freust du dich auf den Auftritt gleich? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, vor allem mit S-Fix, weil wir haben damals, das kann ich mir noch nicht am besten erinnern, und Husky, der bei uns jetzt Schlagzeug spielt, ja. Am letzten Mal hatten wir einen ziemlichen Fehler bei The Rack gemacht, Spielfehler halt. Und das meiste vom Publikum hat es nicht gemerkt, aber Husky stand vorne und hat echt so ein bedenkliches Gesicht gezogen, da geht nicht ganz was gut. Also heute wird fehlerfrei und naja, ich glaube, mit den paar Shows, die wir jetzt gemacht haben dieses Jahr, die Band ist sehr gut drauf, es wird echt eine der besten S-Fix-Shows sein, die man je gesehen hat, denke ich mal. Okay. Ohne arrogant zu klingen. Okay, 1987 gegründet, jetzt haben wir 2017, das heißt 30 Jahre S-Fix, yeah, mit ein paar Unterbrechungen. Ja. Habt ihr irgendwas geplant dieses Jahr, was das Jubiläum angeht, oder ist das für euch überhaupt, ist das was, ich meine 30 Jahre ist ja was Besonderes eigentlich. Ja, ja, nee, wir haben gesagt, wir geben das erst bekannt nach dem Rockhard, also heute wird das auch bekannt gemacht. Wir posten das erst nächste Woche. Nö, das ist ja egal, weil heute werden eh die Posters werden da aufgehängt, okay, okay, hier auf dem Festival. So, wir machen, ich habe mir jetzt ein verdammtes Datum vergessen, aber wir machen, ich glaube November im Türock, machen wir ein sehr besonderes 30th Anniversary für S-Fix. Okay. Und ja, wir laden einfach eine Menge Leute ein, die was für die Band bedeutet hat in die ganze Vergangenheit. An ja, alles Mögliche mit Label, mit Leuten von der Presse, mit Promotern, mit Leuten, die Soundleute gespielt haben, Crew, alles sind da. Und ja, wir wollen das zusammen machen mit Pentacle und Soulburn, weil da die Ex-Mitglieder auch drin sind. Okay. Und ja, wo die Mitglieder dann auch auf die Bühne kommen und ja, welche Songs mit uns mitspielen. Also das wird ganz besonders. Und ja, wie gesagt, doof, weil ich kenne den Datum jetzt nicht. Oh, warte kurz. Ich habe den Flyer irgendwo. 18. November. Ist auch nass von meinem Arsch. 18. November, dann seid ihr alle eingeladen. Und ich glaube, das ist sehr limitiert, was Tickets angeht. Ich glaube, wir können nur nicht, weil wir viele Gäste haben, können wahrscheinlich nur 450 Leute rein. Aber ja, da ist okay. Was, also was geplant. Ja! Yeah! Letzte Frage. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du mal angefangen hast, soziale Arbeit zu lernen oder irgendwie sowas. Social Work. Danke. Bist du froh, dass du diesen Weg immer noch eingeschlagen hast? Rock'n'Roll? Das ist ja auch Sozialarbeit, oder? Irgendwie schon. Nee, das ist einfach das Beste der Welt. Danke, Husky. So geil ist der Schlagzeuger da halt. Ja. Nee, das ist, Prost. Nee, das ist, jetzt, was ich jetzt mache, ist einfach ein Traum erleben. Was also hätte mir jemand das gesagt, wenn ich Bub war, wo du wirst irgendwo mal Sängerin in einer Band oder so, dann hätte ich gesagt, bist du bescheuert. Und ja, ich mache das jetzt, ich lebe jetzt das Leben und ja, ist einfach fantastisch. Ich kann mir nichts mehr wünschen. In diesem Sinne, cheers. Prost. Ja, Prost. Dankeschön, ein geiles Rockhard.